بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wenn man den Propheten alayhi salat wassalam richtig kennenlernen will, dann muss man seinen Stammbaum auch kennenlernen. Und da haben wir schon das letzte Mal drüber gesprochen. Und wir sind angekommen bei seinem Opa, Abdul Muttalib. Wir haben gesagt, er heißt eigentlich Sheba und ist der Sohn von Hashim. Und er wurde Abdul Muttalib genannt, weil der Bruder von Hashim, nämlich Al-Muttalib, Sheba aus Medina von seiner Mutter mitgebracht hat nach Mekka. Und als sie Al-Muttalib gesehen haben mit einem Jungen, da haben sie gedacht, das wäre sein Sklave, den er gekauft hätte. Und da haben sie ihn genannt Abdul Muttalib, das heißt der Sklave von Al-Muttalib, weil Hashim schon früh gestorben ist. Wir haben gesehen, dieser Stammbaum des Propheten ist voller legendärer Leute aus der arabischen Zeit. Und wir haben über Qusay geredet, Qusay ibn Kilab, der die Araber, die Quraysh zusammengebracht hat, um den Stamm Khuza'a rauszuschmeißen, dann die politische Macht und Kraft in Mekka und damit auch eigentlich auf der arabischen Halbinsel zu den Quraysh zu reißen. Und danach muss man natürlich von Abdumanaf reden, der Sohn von Qusay, und danach von Hashim, der Uropa vom Propheten alayhi salatu wassalam. Hashim, haben wir gesagt, war derjenige, der angefangen hat, etwas Neues einzuführen für die Pilgerer. Und das hört vielleicht nicht an wie etwas Besonderes, nämlich er heißt eigentlich nicht Hashim, sondern heißt eigentlich Amru. Und Hashim kommt von dem arabischen Wort Hashama, das heißt sozusagen etwas zerbröckeln, etwas zerbrechen, weil er Brot zerbrochen hat, um das in die Suppe hineinzutun für die Pilger. Das hört sich jetzt total banal an. Und man denkt sich vielleicht, das ist ja nichts Besonderes. Aber für die Araber zur damaligen Zeit, deswegen sage ich immer, wir müssen uns in die Situation hineinversetzen. Für die Araber zur damaligen Zeit war das eine gewaltige Sache, eine riesengroße Ehre für die Pilgerer, die nach Mekka gekommen sind, aus der ganzen arabischen Halbinsel, für sie das Essen vorzubereiten und ihnen die Gastfreundschaft zu erweisen. Und Hashim, also der Ur-Uropa des Propheten, er hatte noch etwas anderes eingeführt, was auch sehr, sehr wichtig ist. Er hat Rihla Shita'i wa Saif eingeführt, die unter anderem in Sure 106 erwähnt wird, die Sure Quraysh. Li'ila fi Quraysh, ila fihim Rihla Shita'i wa Saif. Das heißt, für die Vereinigung der Quraysh, die Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers. Was war diese Reise des Winters und des Sommers? Das ist wichtig, um diesen Koranvers auch zu verstehen. Die Reise im Winter ging Richtung Jemen, um Produkte aus dem Jemen mitzunehmen nach Mekka. Beziehungsweise Produkte, die in den Jemen gekommen sind, nämlich Produkte aus Afrika, Produkte aus Indien etc. Ja? Und in Mekka, weil die Pilger nach Mekka kamen, konnten sie dann aus Mekka die Produkte praktisch aus der ganzen Welt holen. Denn die Reise des Sommers war Richtung Scham gewesen. Das heißt, sie haben die verschiedensten Produkte zur damaligen Zeit nach Mekka gebracht, sodass Mekka auch noch eine Wirtschaftsmacht geworden ist. Eine Wirtschaftsmacht, sodass die Araber, wenn sie etwas kaufen wollten, was etwas in Anführungsstrichen exotisch für sie war, ja, beispielsweise aus Afrika kam, aus Persien kam, aus Indien kam, so konnten sie nach Mekka gehen und konnten dort ihre Produkte alle bekommen. Das heißt, die Vorfahren des Propheten waren also diejenigen, die den Quraysh die politische Macht gegeben haben. Wer war das? Qusay ibn Kilab. Und die ihnen die wirtschaftliche Macht gegeben haben, nämlich Hashim. Die ihnen also diese Sache beschert haben. Das ist sehr wichtig zu verstehen, warum. Denn nachher, wenn der Prophet a.s. zu den Mekkanern kommt
und dann zu den ganzen Arabern kommt und dann zur ganzen Welt kommt und sagt, hier, ich bin ein Prophet, dann stellt man die Frage, ein wahrer Prophet, ja, oder eine Person, die sagt, er sei ein Prophet, da gibt es auch immer die Möglichkeit, dass er ein falscher Prophet ist. Dann fragen wir, warum gibt es falsche Propheten? Es gibt falsche Propheten in der Menschheitsgeschichte, warum? Dann sagen sie, ja, ein falscher Prophet, der möchte Ruhm erlangen, deswegen behauptet er, ein Prophet zu sein, der möchte Herrschaft erlangen, Geld erlangen, deswegen behaupten, es gibt Leute, die das getan haben, in der Geschichte der Menschheit gibt es das. Dann sagen wir, der Prophet alayhi salatu wasalam hat so eine vorzügliche Abstammung unter den Arabern. Unter den Arabern war das was ganz Besonderes. Seine Vorfahren waren diejenigen, die den Arabern bzw. den Quraysh die politische Macht gegeben haben, die wirtschaftliche Macht gegeben haben. Das heißt, wenn er gewollt hätte, wäre es für ihn aus rein weltlicher Perspektive viel einfacher gewesen, Macht, Geld, Ruhm zu erlangen, wenn er einfach auf dem Weg seiner Vorfahren geblieben wäre. Das heißt, das ergibt gar keinen Sinn. Sondern der Prophet, wenn man sein Leben betrachtet, sieht man, dass er eigentlich durch diesen Wechsel, das heißt, dass er angefangen hat, den Monotheismus zu predigen, dass man nur Allah alleine anbeten darf, dass er dadurch bekämpft wurde, dass er dadurch attackiert wurde. Und hätte er gesagt, ich folge der Religion von Abdul Muttalib, das heißt von meinem Opa, dann wäre für die Leute alles in Ordnung gewesen. Und Utba ibn Rabia kam sogar zum Propheten Muhammad, Friede und Segen mit ihm. Utba ibn Rabia war einer der Führer der Mushrikun und hat gesagt, wenn du der Reichste von uns werden willst, ja, lasse diese Botschaft, wir geben dir so viel Geld, dass du der Reichste, dass du das meiste Geld von uns hast, wenn du dadurch Vermögen erlangen wolltest, dadurch, dass du behauptest, ein Prophet sei. Und wenn du dadurch ein Führer werden willst, wir machen dich zum Führer. Wenn du König werden willst, wir machen dich zum Könige bei euch. Aber der Prophet a.s. hat das abgelehnt, obwohl er durch die Botschaft erstmal leiden musste. Er war reich gewesen und musste vom 7. bis zum 10. Jahr Hunger leiden, weil sie ihn komplett boykottiert haben. Teilweise sind Leute aus seiner Familie angegriffen worden. Er ist selber angegriffen worden. Das heißt, der Prophet war so geehrt, insbesondere durch seinen Stammbaum in der arabischen Halbinsel, in diesem Umfeld. Ja? Aber dadurch, dass er die Botschaft gepredigt hat, wurde er attackiert, wurde er angegriffen. Hat er seine Ehre verloren, im Sinne von, also aus der Jahiliya-Sicht, aus der vorislamischen Sicht, hat er seine Macht verloren, hat er sein Geld verloren, aber trotz alledem hat er nicht locker gelassen, er hat sogar die Sicherheit dort verloren. Jedenfalls kommen wir dann zu Abdul Muttalib. Hashim, beziehungsweise Amru, wir haben gesagt, Amru ist eigentlich sein Name, Hashim ist sein Spitzname, hatte einen Sohn, der hieß Shayba, mit einer Frau aus Medina. Hashim war auf einer Reise nach Palästina gewesen und er ist in Raza gestorben. In Raza gestorben. Und der Sohn Shayba wuchs dann dort auf und er wurde nachher von Al-Muttalib nach Mekka geholt und hieß deswegen Abdul Muttalib, war dann sein Spitzname. Abdul Muttalib wuchs heran und war ein Führer der Mekkaner, eine große charismatische Persönlichkeit. Und die Mutter des Propheten ist gestorben, als er 6 Jahre alt war. Und vom 6. bis zum 8. Lebensjahr lebte der Prophet dann bei seinem Opa Abdul Muttalib. Er hat ihn aufgezogen. Und Abdul Muttalib war so geehrt unter den Quraysh, dass er ein spezielles Podium oder beziehungsweise einen speziellen ausgeschmückten Platz vor der Kaaba hatte, wo er nachmittags gesessen hat. Und keiner durfte auf seinem Platz sitzen, mit ihm dort sitzen, außer wer? Außer der Prophet, als er noch so klein gewesen ist. Er durfte da drauf. Und es wird sogar gesagt, dass er einmal, wo er ganz klein war, da drauf gekrabbelt ist und die anderen wollten ihn dort wegziehen. Das heißt, er war so geehrt. Sein Opa eine große Persönlichkeit. Sein Uropa, sein Ururopa. Ja?
Weil er war ja Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdimanaf ibn Qusay ibn Kilab. Ja, das sind ja seine Vorfahren. So. Was Abdul Muttalib angeht, so gibt es drei große Ereignisse, die ihn wieder so groß gemacht haben. Was? Erstens, die Suche, beziehungsweise dass er Semsem gefunden hat. Wir haben gesagt, Semsem wurde ursprünglich von Hajar gefunden durch den Engel Jibril. Dann kam ein Stamm, der hieß Jurhum, nach Mekka, aus dem Jemen, lebte mit den Nachfahren von Ismail dort, beziehungsweise Ismail hat eine Frau von Jurhum geheiratet und hat von ihnen Arabisch gelernt. Deswegen haben wir gesagt, dass es zwei Arten von Arabern gibt. Einmal die Adnaniyun, einmal die Kahtaniyun. Die Kahtaniyun, die auch Arab al-Araba genannt werden, das heißt so die puren Araber. Und die Arab al-Musta'ariba, das heißt die, die Arabisch gelernt haben, die praktisch Araber geworden sind. Das sind die Nachfahren von Ismail a.s. Jedenfalls, was ist passiert? Als Jurhum vertrieben wurde durch einen Stamm namens Khuzar, haben sie die Quelle von Semsem verschüttet. Und es ist aus der Vergessenheit geraten, wo diese Quelle war, und keiner hat sie gefunden. Plötzlich Abdul Muttalib sieht einen Traum, beziehungsweise Träume mit verschiedenen Zeichen und dem Befehl, Uhfu Zamzam, Uhfu Taiba, Uhfu Barra. Ja? Das heißt, dass er etwas ausgraben soll. Und plötzlich geht er an der Kaaba entlang und sieht genau diese Zeichen, wo er graben sollte, dort, und fängt an zu graben mit seinem Sohn. Zu diesem Zeitpunkt hat er, wie viele Söhne? Einen einzigen Sohn, Al-Harith. Und er fängt an zu graben an dieser Stelle, von der er die Zeichen gesehen hat im Traum. Und auf einmal findet er Semsem. Was passiert? Die Quraysh kommen und sagen, hey, wir wollen Partner sein bei dieser Quelle. Das ist uns allen, diese Quelle. Diese Quelle gehört uns jetzt allen. Dieser Brunnen gehört uns allen, das Wasser. Und er sagte, nein, ich habe diese Quelle gefunden und das gehört mir. Er hat sich also geweigert. Er wollte natürlich auch, dass sie Wasser bekommen, aber er wollte sagen, dass er also sozusagen die Autorität über diese Quelle hat. Was passiert? Sie haben sich gestritten und sie sind daraufhin, haben sie beschlossen, eine Reise zu machen zu einer Art Stammeswahrsagerin, sage ich mal, Kehina. Ja? Kehina ist sozusagen eine Wahrsagerin, die sollte richten. Unterwegs auf dieser Reise durch die Wüste ist ihnen ihr Wasser wieder ausgegangen. Das heißt, Abdul Muttalib geht jetzt mit einigen Leuten von Quraysh, wollen sie zu dieser Kehina, zu dieser Stammeswahrsagerin, ja. Man würde bei den Indianern, würde man sowas Medizinmann nennen oder Medizinfrau, damit sie richtet, damit sie ein Urteil gibt. Und unterwegs geht ihnen das Wasser aus und sie sagen, was sollen wir jetzt machen? Das Wasser ist ausgegangen, sie kommen nicht mehr weiter, sie sind komplett erschöpft, mitten in der Wüste, haben den Weg irgendwie verpasst, haben sich verschätzt mit dem Wasser. Und dann sagen sie, komm, lasst uns unsere Gräber graben. Lass uns unsere Gräber graben, denn wir wollen nicht hier alle liegen, frei liegen. Und jedes Mal, wenn einer stirbt, sollen die anderen ihn vergraben. Und der Letzte, der soll sich dann halt in sein Grab legen, damit wir nicht hier noch entehrt rumliegen, einfach wie irgendwelche Vögel, die auf der Straße gestorben sind oder die vom Himmel gefallen sind, sondern lass uns unsere Gräber graben. Auf jeden Fall, es gibt jetzt verschiedene Überlieferungen. Fakt ist, Abdul Muttalib findet auf einmal wieder Wasser. Eine Überlieferung sagt, dass er, als er sein Grab gräbt, auf einmal Wasser findet, mitten in der Wüste.
Und eine andere Überlieferung sagt, dass sie dann gesagt haben, ja komm, lass uns das doch nicht, lass uns doch nicht die Gräber graben, lass uns nach Wasser suchen. Er hat dann Wasser gefunden. Aber auf jeden Fall findet Abdul Muttalib wieder auf wundersame Weise Wasser. Und daraufhin sagen die anderen, okay, jetzt haben wir gesehen, das ist ein Zeichen für uns. Wir waren in dem Tod nahe und du findest auf einmal mitten in der Wüste wieder Wasser. Das ist ein Zeichen von Allah, dass die Quelle dir gehört und nur dir. Und sie gehen zurück. Sie gehen zurück nach Mekka. Ich möchte hier kurz etwas erwähnen, um das nochmal zu betonen, wie wichtig die Abstammung ist, um das Leben des Propheten a.s. richtig zu verstehen. Jetzt stellt euch mal vor, zur damaligen Zeit Wasser in der Wüste zu finden, was das für eine große Sache ist. Und stellt euch mal vor, wie geehrt der Prophet ist für die Araber, die sich diese Person angucken. Und die Araber waren damals so, dass sie wussten, der stammt von dem und von dem und von dem. Die kannten die ganze Abstammung von einer Person. Wie geehrt muss der gewesen sein? In seinem Stammbaum sind diese ganzen wichtigen Personen bis zu Ismail bzw. bis zu Ibrahim hin. Worauf sie total stolz waren. Und jetzt finden sie noch denjenigen, der praktisch auf wundersame Weise durch einen Traum Wasser in der Wüste gefunden hat und das die Quelle wiedergefunden hat, die vorher wer gefunden hat? Hajar und Ismail. Das heißt, die aus der Zeit des Propheten Ismail ist. Und diese Person ist jetzt wer? Ist der Opa des Propheten alayhi salatu wasalam. Das heißt, der Opa des Propheten ist wer? Ist Al-Muttalib, der Mekka wieder Wasser gebracht hat durch einen Traum, den Allah bestimmt hat für ihn. Dann der Uropa ist der Uropa ist Hashim, nicht der Uropa, ich habe ihm der Uropa gesagt, der Uropa ist Hashim. Dann kommt der Uropa Abdumanaf und dann kommt der Uropa, ja, Qusay, der die politische Macht gebracht hat. Also Qusay hat die politische Macht in Quraysh gebracht, Vorfahre des Propheten. Hashim hat die wirtschaftliche Macht gebracht, natürlich alles mit der Erlaubnis von Allah. Und Abdul Muttalib hat ihnen Wasser gebracht. Alles legendäre Persönlichkeiten unter den Mekkanern. So. In diese Familie wird der Prophet reingeboren. Das heißt, er hatte es überhaupt nicht nötig, irgendwie etwas zu erfinden, zu sagen, guck mal, ich bin ein Prophet jetzt und jetzt schaut euch das Leben mal an, nachdem der Prophet Prophet geworden ist, wie er gelebt hat. Am Ende, als er die ganze arabische Halbinsel beherrscht, lebt er in einer, man kann sagen, Lehmhütte, wo es nichts drin gibt, außer ein Bett aus Palmfasern, wo man die Streifen auf dem Gesicht sieht, ein Maß Gerste und ein kleiner Behälter Wasser. Nichts. So hat er gelebt nachher. Ja, das wollte ich noch mal ganz kurz betonen. Auf jeden Fall, während diesen ganzen Problemen hat Abdul Muttalib einen Nadhar gemacht, ein Gelübde gemacht zu Allah, weil er hat gesehen, dass er schwach ist. Er hat nur einen Sohn. Ihr müsst euch vorstellen, der damaligen Zeit war es so, dass deine Stärke davon abhing, wie groß deine Familie ist, wen du alles hast. Und jetzt sieht Abdul Muttalib, ich habe nur einen Sohn, die hätten mir praktisch mit Gewalt diese Quelle wegnehmen können. Und da hat Abdul Muttalib ein Gelübde zu Allah gemacht und gesagt, wenn du mir 10 Söhne gibst, werde ich einen Sohn für dich opfern, Menschenopfer. Ich werde ihn für dich schlachten. Einen Sohn. Wenn du mir 10 Söhne schenkst, was passiert? Wir haben gesagt, Abdul Muttalib hatte einen Sohn. Wie hieß der? Al-Harith. Abdul Muttalib kriegt 10 Söhne. Unter anderem Al-Harith, Al-Zubair, Dira, Al-Muqawim, Hamza, Al-Abbas, Abu Lahab, Abdullah. Habe ich Al-Muqawim schon? Al-Ghaydaq, Al-Muqawim, ja genau, Al-Ghaydaq und Muqawim, 10 Söhne. Und Jahre später, und nach diesen Jahren erinnert sich dann Abdul Muttalib an diesen
Schwur, beziehungsweise an dieses Gelübde. Und durch ein Losverfahren nimmt er seinen jüngsten Sohn, der ihm am liebsten war, nämlich Abdullah. Das ist der Vater des Propheten, a.s. Wir haben gesagt, Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b und so weiter und so fort. Ja? Auf jeden Fall nimmt er seinen Sohn und will ihn vor der Kaaba schlachten. Er will sein Gelübde erfüllen. Obwohl das sein geliebtester Sohn ist, will er sein Gelübde erfüllen. Und das zeigt uns eins. Welche Eigenschaft die Araber haben, die mit zu den Eigenschaften gehört, warum Allah sie für die letzte Botschaft erwählt hat. Sie hatten kein Geld großartig im Sinne im Vergleich zu den Römern oder den Persern. Sie hatten keine Macht im Vergleich zu den Römern und den Persern. Aber sie hatten diese Treue zu ihren Gelübden, ihre Ehrlichkeit, ihre Stärke, ihren Sabr, ihre Geduld, ihre Standhaftigkeit, ihre Stärke im Sinne von, dass sie sich nicht unterkriegen lassen haben, dass sie stark waren. Und das möchte ich euch hier auch sagen, liebe Geschwister. Umar ibn Khattab, der hat eine wichtige Aussage gemacht. Und das ist eigentlich eine krasse Geschichte, jetzt diesen Hadith, den ich euch von Umar ibn Khattab erzähle. Weil ich war in England gewesen und dann haben die Brüder mich gefragt, welchen Ratschlag ich gebe. Da waren so einige Leute, die dort Dawa machen, die wollten von mir einen Ratschlag haben. Und diese Aussage von Umar al-Khattab, die habe ich nicht auswendig gelernt gehabt. Und plötzlich hatte ich sie im Kopf auf Arabisch. Die habe ich nur einmal gehört gehabt. Aber ich hatte die plötzlich, obwohl ich die nicht auswendig gelernt habe, im Kopf. Und ich habe mir gedacht, weil in England die Situation viel besser ist als in Deutschland. Es gibt islamische Schulen, islamische Internate etc. Es ist alles viel, viel einfacher. Ja? Da können sogar Frauen mit Kopftuch bei der Polizei arbeiten, Männer mit Bart bei der Polizei arbeiten und so weiter. Also es ist richtig locker. Und plötzlich kriege ich diesen Hadith im Kopf. Umar al-Khattab sagt, Ich schaushanu, fa inna ni'mata la tadum. Werdet hart, denn die Ni'ma, die Gemütlichkeit, so die schöne Zeit, die bleibt nicht immer. Die bleibt nicht für ewig. Die wird nicht immer bleiben. Das heißt, es wird harte Zeit kommen. Auf jeden Fall, die Araber hatten diese Härte gehabt. Und deswegen sage ich euch auch, werdet hart. Wir müssen von dieser Jammerlappen-Mentalität wegkommen. Ja? Jedenfalls fangen auf einmal einige von den Quraysh an, ihn aufzuhalten. Warum? Warum fangen sie an, ihn aufzuhalten? Weil sie sagen, dass er so eine einflussreiche Persönlichkeit ist. Und wenn er jetzt seinen Sohn vor der Kaaba schlachtet, wird das danach ein Brauch werden unter den Arabern. Das heißt, so einen Einfluss hatte Abdul Muttalib, nochmal als Beweis, was für einen Stammbaum der Prophet a.s. hatte. Und dann sagen sie ihm, lass uns wieder zu einer Wahrsagerin gehen, die soll urteilen. Die soll urteilen unter uns. Also ihr müsst euch vorstellen, ja, er ist bereit, ihn zu opfern, jetzt kommen die anderen von den Quraysh, wollen ihn aufhalten und tatsächlich, er lässt sich auffallen und sie suchen bei einer Wahrsagerin, bei einer Kehina, sozusagen so die Stammeshexe sozusagen, so war es halt damals, nach einer Lösung. Im Endeffekt ist die Lösung, er muss 100 Kamele schlachten, ich will jetzt nicht auf alles eingehen, wie es dazu kam, und er hat dann 100 Kamele geopfert. Und wie ihr wisst, ist Abdullah der Vater des Propheten, a.s. Und deswegen sagt man auch, der Prophet, a.s. ist derjenige, der Sohn der zwei Geschlachteten, sagen manche, die geschlachtet werden sollten. Nämlich wer? Ismail sollte geschlachtet werden und dann wurde er erlöst, beziehungsweise Ibrahim wurde erlöst durch ein Schlachtopfer, was vom Himmel kam. Und Ibrahim war bereit, seinen Sohn zu opfern für Allah. Und Abdul Muttalib war bereit, seinen Sohn Abdullah zu opfern. Und im Endeffekt ging es dann um diese 100 Kamele. Die nächste Sache, die wir kurz behandeln wollen, ist die Geschichte vom Ashabul Fil. Die Geschichte von den Leuten des Elefanten. Im Jemen gab es einen jüdischen Führer, der hieß Sunawas. Und Sunawas hat einige Christen, die es da vereinzelt gegeben hat,
geschlachtet, kaputt, zerstört. Und einer dieser Christen hat dann Hilfe geholt. Und im Endeffekt kam die, also aus dem Ausland, und im Endeffekt kam die Hilfe dann aus Abessinien. Abessinien, es kam ein Führer rüber, der hieß Ariad, mit Da, nicht mit Dort, mit Da, der dann Sunawas bekämpft hat. Im Endeffekt kam es dann zu einem Kampf zwischen Ariad und einem General von ihm, der hieß Abraha. Den Namen habt ihr bestimmt schon gehört. Abraha ist der, der die Elefanten nach Mekka gebracht hat. Und Abraha hat gegen Ariad einen Kampf gehabt und hat seinen Leuten gesagt, bei dieser Rebellion praktisch, wenn ich am Verlieren bin, dann tretet ein und macht Ariad fertig. Ihm wurde die Nase abgeschlagen, also die Nase von Abraha, er heißt deswegen auch Abraham al-Ashram, dem die Nase fehlt. Und was passierte? Jedenfalls Ariad wurde getötet und Abraha wurde sozusagen der Führer in Jemen, christlicher Führer in Jemen, und ursprünglich woher? Aus Abessinien. Was er gemacht hat, ist, er hat gesehen, dass die Araber eine große Liebe haben zur Kaaba und jährlich zur Kaaba pilgern. Und er wollte sie davon wegbringen und hat deswegen eine große Kirche in Sana'a gebaut. Die hieß Akulais. Da sieht man wieder, mit Geld versucht man die Leute wegzubringen. Aber die Araber im Allgemeinen haben darauf nicht angebissen. Die haben die Kaaba geliebt, zur damaligen Zeit schon. Und dann kam ein Araber, oder mehrere, da gibt es verschiedene Aussagen drüber, und er hat dann diese Kirche, die namens Kulais, verschmutzt. Mit Urin und Kot. Mit Urin und Kot hat er diese Kirche beschmutzt. Ja? Diese Kirche, die gebracht wurde, um von der Kaaba abzuhalten. Und daraufhin ist Abraha Richtung Mekka geritten, um die Kaaba zu zerstören mit einigen Elefanten. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen, wie viele Elefanten das waren. Der größte Elefant von ihnen hieß, wie? Der hieß Mahmud übrigens, das ist vielen Leuten nicht bekannt. Einige arabische Stämme haben sich ihm in den Weg gestellt, wollten ihn besiegen. Aber natürlich, ihr müsst euch vorstellen, Elefanten waren damals so etwas wie Panzer in der heutigen Zeit. Hat nicht geklappt. Dann sind sie nach Taif gekommen und die Leute von Taif, weil sie eine Götze hatten, haben Salat und haben sich in einer Konkurrenz gesehen zu den Mekkanern. Was ist? Die haben da ist einer mitgekommen aus Taif, der ist Abu Lural, der hat ihnen den Weg nach Mekka geführt. Und kurz vor Mekka haben sie 200 Kamele genommen, die wem gehörten? Also Abraham mit seiner riesengroßen Armee mit Elefanten hat Kamele genommen und dann kam, die waren von Abdul Muttalib. Und dann kam Abdul Muttalib zu Abraham und hat gesagt, und er hatte so eine Ausstrahlung, dass Abraham von seinem Thron runtergegangen ist, hat sich mit ihm auf den Boden gesetzt. Und dann meinte Abdul Muttalib zu ihm, gib mir meine Kamele wieder. Und dann sagte Abraham, ich bin echt enttäuscht von dir, ich habe den ganzen Respekt vor dir verloren. Ja, ich bin gekommen, um dein Heiligtum zu zerstören und du kommst zu mir wegen Kamelen? Ja, das zeigt erstmal wieder, was zeigt uns das, liebe Geschwister? Das zeigt, dass wenn man die Religion verteidigt, das ist etwas, was bei anderen Leuten eine gewisse Ehrfurcht auslöst, auch in der heutigen Zeit. Das zeigt, diese Religion ist was wert. Eine Religion, die nicht verteidigt wird, damit strahlt man aus, dass diese Religion nichts wert ist. Was passiert? Im Endeffekt riet die Kamele wieder. Abdul Muttalib macht wieder etwas Gutes. Was macht er? Er sagt zu Abraha, die Kamele sind meine Kamele, aber die Kaaba gehört Allah. Allah ist Rabbul Kaaba und er wird die schützen. Was macht er? Er nimmt die Menschen, evakuiert sie aus Mekka und sie warten. In den Gebirgen um Mekka herum, was passiert? Abraha kommt mit den Elefanten. Und kurz vor Mekka, beziehungsweise in der Nähe von Muzdalifa, gehen die Elefanten nicht mehr weiter. Man setzt sie in die eine Richtung oder die andere Richtung. Sie gehen, aber wenn man sie Richtung Mekka gehen lassen will, gehen sie nicht weiter. Und was passiert? Plötzlich wird der ganze Himmel dunkel. Und es kommen Vögel an, die drei Steine haben. Einen im Mund und zwei Steine in den Krallen.
Und sie zerstören Abraha mit seiner ganzen Armee.